Ich habe mich verarscht gefühlt. Deswegen wollte ich fragen, ob du die Rose annehmen möchtest. Der Korb des Jahres. Tim hat den kleinsten. Suche Mann mit Pferdeschwanz. Marco hat den größten. Frisur egal. Und der Frühjahrsputz geht weiter. Und damit willkommen zur Bachelorette. Wo ist denn die jetzt eigentlich? Wir sind jetzt auf den Seychellen angekommen. Sekunde, wie heißt das richtig? Oh Gott, ich versorge. Auf die Seychellen. Kleiner Trost für unseren Harald. Es wäre für dich nie ein richtiges Dreamdate gewesen. Gerda wollte nicht an den Ballermann 6. Das ist natürlich für jeden eine sehr, sehr schwierige Situation. Die Dreamdates gehen jetzt los. Dreamdate. Oder die Frage, mit wem wird Gerda heute wieder intim? Beziehungsweise mit wie vielen? Wir werden eine sehr intime Zeit miteinander verbringen, eine sehr intensive Zeit. Das heißt traditionell auch, ab heute ist Martini als Sponsor raus. Willkommen, Durex. Man merkt, dass es in einem irgendwie kribbelt und man Schmetterlinge im Bauch hat. Wenn es bei ihr kribbelt, wenn sie an Keno denkt, dann sind das die Läuse, die er von Tim hat, die er von Marco hat. Dass du jedem dieses gute Gefühl gibst, ist halt trotzdem blöd. Noch schlimmer ist aber, wenn du das gute Gefühl nicht mehr bekommst. Schau mal, wie fertig Harald ohne seine tägliche Ration Martini aussieht. Bei den Dream Dates will Gerda endgültig herausfinden, welcher Mann es wirklich ernst mit ihr meint. Es ist natürlich ein schönes Gefühl, alle drauf einmal zu sehen, weil man natürlich ja auch mit jedem so ein kleines bisschen Kontakt dann auch hat. Aber es ist natürlich auch ein bisschen komisch. Wenn es mal läuft, weil Gerda so tüchtig ist, hat dieser süße Opi ihren neuen Job auf Stundenbasis angeboten. Ja, ich würde sagen, wir stoßen erstmal an mit Kokosnüssen. Sehr cool. Wenn sie gleich ausgetrunken haben, sehen wir 8 hohle Nüsse. Nach den Home Days vergeht dann relativ viel Zeit und dann vermisst man sie schon so ein bisschen. Der Körper hat die Mikroplastikpartikel alle wieder abgebaut, aber keine Sorge, heute könnt ihr wieder jede Menge aufnehmen. 3 Männer, eine doofe Stute und ein Pferd. Es ist einfach wieder Zeit für die Dream Dates. Ist von euch schon jemand geritten? Du meinst neben Tim? Bitte? Ach, auf Pferden? Nee. Gerda, du bist ja Influencerin. Kannst du vielleicht uns einfach mal sagen, wie wirklich jeder zum Instagram-Star werden kann? Ich bin vom Pferd gefallen einmal. Ich hoffe, dass ich nicht nochmal vom Pferd falle, aber ich glaube, die sind ganz lieb. Gerda hatte einen Reitunfall, dabei hat sie doch so viel Übung. Trotzdem die Frage, sicher, dass es nur einer war? Dem Pferd war es einfach zu blöd, im wahrsten Sinne des Wortes. Also sag mal, Tim, meinst du, deine Reiterfahrung hilft dir beim heutigen Date zu punkten? Ich habe noch nie ein Pferd geritten, also keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Auch da immer locker aus der Hüfte. Zu den Dream Dates gehört ja auch immer ein Übernachtungsdate. Erstens, wer von euch wird das Wort Übernachtungsdate auch in den täglichen Gebrauch aufnehmen? Zweitens, was sagen die Jungs dazu? Ich glaube, die Jungs waren gar nicht so abgeneigt, also ich habe gedacht, die werden mehr Angst haben, aber die waren eigentlich alle selbstsicher. Nach den Homedates steht eines fest. Marco hat den größten. Ja? Ich glaube schon. Anscheinend. Das klingt so zweideutig. Sorry, aber warum so zweideutig? Ach, wegen seines Busens. Marco, jetzt nur so aus reinem Interesse, kannst du dann damit auch gut umgehen? Nee. Kannst du? Ich weiß nicht mehr, muss man mal schauen. Komm, jetzt ist auch mal gut hier. Tim hat den kleinsten. Alle sind unzufrieden mit der Gruppendate-Situation, aber die Jungs wissen natürlich, was Gerda gefällt. Ich fand es eher lustig, dass sie sich am liebsten alle gleich hinlegen würden. Ich muss auch sagen, als ich sie geküsst habe, da habe ich auch gemerkt, dass gefühlstechnisch bei mir was ausgelöst hat. Ach guck mal, Marco beginnt tatsächlich Gefühle zu entwickeln. Er tut mir jedenfalls jetzt schon leid. Hast du gedacht, dass es so schwierig wird, als du hier angefangen hast? Es ist richtig harte Arbeit, neue Follower zu gewinnen. Apropos, ich verlinke euch gleich mal meinen Instagram-Account in der Beschreibung. So, jetzt aber wieder zurück zu dieser Romantik. Ach, die Entscheidung dann so zu verkünden, ja, ich habe das Gefühl, je weniger Jungs es werden, desto schlimmer wird es auch irgendwie für mich. Für uns Trash-Liebhaber auch. Es ist das alte Bachelorette- und Bachelor-Gesetz. Bis zu den Home-Dates sind alle Freaks raus und dann wird es halt leider hochromantisch. Auch die Entscheidung dann so zu verkünden, weil ich weiß halt, dass die Person immer enttäuscht ist. Schon manchmal echt hart. Oder wie jeder Wendler-Fan sagen würde, Story of my life. Man merkt schon, dass man sie auch so ein bisschen vermisst in der Zeit, wo man sie dann nicht bei sich hat. Also man hat so alle Gedanken wie in sich. Platz 3 der wichtigsten Gedanken. Was mache ich hier? Platz 2 steht Tim auf Frauen. Platz 1 verkaufe ich neben meiner Seele hier eigentlich auch meinen Körper und muss ich dafür Steuern bezahlen? Gerda hat ja eines klar gemacht. Ich finde es besser, wenn man es wirklich langsam angehen lässt und auf den richtigen Moment wartet. Hier auf den Seychellen ist es so traumhaft schön, die Strände, der Dschungel, sage ich mal so, dieses ganze Tropische, das sieht echt so schön aus, die ganze Natur. Wie passt das zusammen? Keno mag Natur und Gerda natürliche OP-Narben. Ach, ich muss mich an dieser Stelle wirklich entschuldigen. Gerda ist die krasseste Umweltaktivistin ever. Um den Planeten von Plastik zu befreien, lässt sie einfach alles in sich reinstopfen. Völlig egal, wie schlimm das aussieht. Man kam sich vor wie in so einem Märchen. Das war schon
Ja, echt traumhaft. Oder wie wir sagen, McDonalds-Coupon einlösen. Aber ob das so lange halten wird? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass wir sehr gut zusammenpassen und dass das Leben selbst draußen im Alltag auch sehr schön wäre. Sie spielt an den Instagram-Filtern und er an sich rum. Ja, da muss gerade mal kurz aufs Klo kacken. Das war schon sehr erleichternd. Und dann geht's endlich los mit dieser Romantik. Machst du auch viel mit deinen Freunden alleine oder? Ich bin eigentlich nicht so ein Mensch, dass ich jetzt sagen würde, ich will mich da jetzt entscheiden zwischen dem oder dem, mhm, sondern ich will beides, dass beides gut läuft und gut funktioniert. Ist es natürlich schön, immer mal so zu schauen, wie denkt der andere. Das hat einfach den krassen Vorteil, dass Gerda sich diesen Vorgang mal ganz genau anschauen kann. Hallo. Hey. Wow, ey. Zu viel versprochen? Nee, klar. Ja, also im Falle eines FKK-Dates ja, ansonsten nein. Sieht Hammer aus. Danke. Also immerhin hat er nicht gesagt, ihr seht Hammer aus. Auch gut, Kenos Papa und er werden sich in Sachen Frauen wahrscheinlich nicht in die Quere kommen. Aber ja, Keno hat mich auch geknackt. Auf Streamdate. Schaut man dann auf so einem Streamdate die ganze Zeit Netflix oder auf TV Nord das Sommerhaus, das ist mein Traum. Die Sache hat nur einen Haken. Auf das Date mit dir. Man kann nicht alles haben, aber wo wir gerade bei Komplimenten sind. Was ich halt bei dir krass fand, ist mir das so richtig klar geworden, dass das Aussehen einfach nicht alles ist. Oder wie Laura beim Gedanken an den Michael Wendler sagen würde. Ich muss brechen. Ich brauche halt extrem viel Liebe und ja, so Körperkontakt. Ich finde, du gibst mir halt sehr viel Zuneigung. Noch mehr Zuneigung bekommt Gerda nur von diesem Kameramann hier, der uns mal bitte kurz erklärt, was er da eigentlich genau zeigen möchte. Aber irgendwas passt so für die romantische Stimmung noch nicht. Die Scheinwerfer des Kameramanns waren aber noch zu dunkel. Also ich, Skorpione sind ja auch generell so Menschen, die eigentlich, was denn? Sternzeichen. Doch, aber das ist wahr. Ja? Skorpione sind schon so Menschen, die, Das ist natürlich praktisch. Ne? Durch das viele Rumgeknutsche spricht sie wenigstens weniger. Möchtest du heute Nacht hier bleiben? Ich würde sagen, kein Kribbeln im Bauch, sondern eher Feuerwerk. Wer sagt ihr, dass Keno mit Knallen vermutlich was anderes meinte? Bisher verlief Gerdas Dreamdate mit Keno perfekt. Doch zum allerersten Mal haben beide nun auch die Nacht miteinander verbracht. Keno ist seitdem nie wieder vom Zigarettenholen zurückgekommen. Spaß. Man hat so gewisse Erwartungen, aber das wurde echt einfach übertroffen. Ich habe jetzt so ein gutes Gefühl in mir. Stimmt, Tim ist nämlich auch noch kurz vorbeigekommen. Ich könnte auch öfter nehmen. Und Keno, wie sieht's bei dir aus? Klar, ne? So oder so. Und wenn RTL weiterhin 2000 Euro pro Woche bezahlt. Weiter geht's mit Marcos Dreamdate. Ich freue mich sehr auf das Dreamdate mit Marco. Marco war noch nie bei einem Date. Seine Mutti. Mein Gefühl ist schlecht. Hatte immer was dagegen. Ja, eigentlich hätte ich sie am liebsten gleich abgeknutscht, aber das wäre ein bisschen komisch gewesen. Und Gerda wäre für sowas ja sicherlich auch nicht zu haben. Du hast eine mega tolle Frau. Und dann Gerda, boah, fuck, das ist nice. Ich finde das so krass, das Meer. Wie blau das ist, oder? Also wie türkis das ist. Was hast du gemacht? Oh. Ich habe nichts gemacht. War voll schön, oder? Na, ist echt geil. Boah, es ist. Wir haben auch echt ein gutes Wetter heute. Also perfektes Wetter ausgesucht. Ja, Gott sei Dank. Es wäre echt schlimm gewesen, wenn es das nicht so wäre. Auf einer Skala von 1 bis Promi Big Brother. Wie langweilig ist Marco? Oh, Hilfe. Weil ich weiß, er ist für mich da, wenn ich irgendwas brauche, er hilft mir. Das ist natürlich schon ein mega, mega gutes Gefühl. Oh, guck mal, und er streichelt hier sogar noch Tims Baby. Das ist ja wirklich nett. Schnorchel mit Gerda, sie beobachtet Fische und er ihre Brüste. Ich habe mich so darüber gefreut, einfach ja, schwerelos in diesem Wasser zu schwimmen. Einfach keiner um uns herum, nur wir alleine. Gerda gibt alles, aber auch sie kann physikalischen Gesetzen nicht trotzen. Leider kann sie nicht tauchen, sondern kann nur an der Oberfläche schwimmen. Wenn ich mit Marco rede, habe ich das Gefühl, wir steigen irgendwie sofort in so tiefe Gespräche ein. Wie oft gehst du zum Sport? Ich eine Woche. Mhm. 6-mal, 5-mal, so. 5, 6-mal, ja. Das ist natürlich auch so eine Sache, die mir auch wichtig ist bei einem Mann, dass ich einfach nicht über viel nachdenken muss. Gerda, oder wie sie halt auch von ihren Freunden genannt wird, betreutes Denken. Ja, ich finde es echt cool, weil mein Leben, muss ich echt sagen, war so, bevor das hier angefangen hat, halt relativ langweilig. Warst du, oder? Und Marco denkt sich, wenn ich bei jedem einen Shot trinken würde, wäre ich wenigstens richtig besoffen. Ich spule mal so ein bisschen weiter. Ja, und? Weißt du, keine verrückten Sachen gemacht irgendwie, weißt du?
Weißt du, ich habe so viel mehr in mir, als ich selber eigentlich sehe, weißt du? Ich finde, man sollte irgendwann mal einfach mal machen, aber nicht so viel nachdenken. Und ich bin so ein Mensch, ich denke so viel nach. Lustig, wie sie Instagram-Herzen vergeben ausspricht. Sorry, Marco, aber jetzt mach mal. Oh, endlich. Weißt du? Dass ich so mega Bauchkribbeln hatte, hatte ich jetzt nicht bei Marco. Okay, was sagst du? Hast du Lust, hier mit mir zu übernachten? Ey, das ist wie so ein awkward Tinder-Date, bei dem zumindest ihr klar ist, dass danach nie wieder irgendein Kontakt stattfinden wird. Um mir klar zu werden, wie meine Gefühle für ihn sind, muss ich ihm ja näher kommen und mich mit ihm küssen, um einfach ja auch zu sehen, ob sich da bei mir was entwickelt vielleicht. Ja, so eine Schlampe. Dieses gewisse Etwas, dieses Feuer, diese Leidenschaft, die gefehlt hat, auch bei der Nacht ist sie nicht so gekommen, würde ich jetzt sagen. Man merkt ja schon, dass wir hin und weg sind. Das war ihr Blick am Morgen nach Kinospate. Das ist er nach der Nacht mit Marco. Kann das jemand von euch interpretieren? Dann bitte in die Kommentare schreiben, ich bin mir sehr unsicher. Mit was für einem Gefühl gehst du jetzt gleich? Du kannst ja offen reden, also wie es halt auch wirklich ist. Die Nacht war auch echt schön. Wie wird er wohl gleich reagieren, wenn sie ihm sagt, dass... Nee. Das war echt mega schön. Okay, da muss ich mich leider jetzt auch von dir trennen. Na, also, sie hat es mir recht eindeutig gesagt. Aber ich verspreche dir, wir sehen uns noch mal wieder. Für die Abfuhr sehen wir uns dann wieder, ne? Ich habe mich verarscht gefühlt. Ich habe mich dumm gefühlt. Jetzt geht's aber erstmal zu Tims Alp Dream Date. Bei dir alles klar? Ja. Die letzten Tage gut überstanden? Ich habe sie gut überstanden, ja. Okay, Google. Was heißt das übersetzt? Weißt du, der Sex mit Keno war toll, Marco war mega langweilig, weißt du. Und man weiß halt nie, wo man steht. Und ich finde, du bist auch ein Mensch, den man schwierig durchblicken kann. Findest du? Aber ich rede doch total offen über meine Gefühle. Kommt drauf an, wenn du ihr tief in die Augen schaust, dann siehst du sogar die Schädeldecke. Tim hat ein ganz romantisches Thema mitgebracht. A. Ich kann es dann trotzdem nicht einschätzen, wie es so bei den anderen ist. B. Fragt sie natürlich, ja, wie war es bei den anderen, was habt ihr gemacht, so und... C. Und man weiß halt nie, wo man steht. D. Ich versuche so wenig wie möglich an die anderen zu denken. Du verunsicherst mich, dein Verhalten verunsichert mich. Du bist so, ja, so angespannt. Wirklich angespannt, danke. Ja. Ich finde eigentlich nicht, dass man mich nicht gut lesen kann. Orgi hätte damit ganz sicher ein Problem, aber bald hat er auch das ganze Alphabet drauf. Und ich will doch keinen Fall kacken, da bin ich gerade dabei. Nein, Quatsch. Zu angespannt. Im Pool? Na bravo. Okay, sollen wir langsam aus dem Wasser, wann ist eklig. Wenn man irgendwie einem zu lange die Augen guckt, dann wird man so... Keine Ahnung, irgendwie, ich werde verrückt. Weißt du, was ich meine? Verrückt. Gerda, nice try. Aber der Polizist wird heute seine Waffe garantiert nicht mehr entschärfen und schon gar nicht mehr schießen. Das Dreamdate von Gerda und Tim. Bisher hat der 25-Jährige Schwierigkeiten loszulassen. Ich habe keine Ahnung, warum er in so einer intimen Situation nicht viel lockerer ist. Wenn wir weiter so machen mit dem Alkohol, dann... Bist du gleich betrunken? Müsste mich da auf der Toilette suchen. Das ist sehr gut. Vielleicht kann der Harald da ein paar Tipps geben, damit dieses Date endlich mal in Schwung kommt. Gerda gibt die Hoffnung nicht auf, Tim aus der Reserve zu locken. Das heißt, ich brauche, wenn ich dich küssen will. Brauchst du nicht. Ich mag dein Kleid an dir. Vielleicht kann er es nachher mal anprobieren, wenn er endlich diesen Date-Quatsch sein lässt. Bist du so ein eifersüchtiger Typ oder eher so gar nicht? Also man sagt ja immer, wenn man eifersüchtig ist, dann vertraut man dem anderen nicht. Ich bin aber trotzdem eifersüchtig. Es gibt ja manche Menschen, die sind mit ihren Ex-Freundinnen oder Ex-Freundinnen mega gut befreundet. Und Gerdas Blick so? Nein, jetzt hast du die Schnauze! Ja, hab mich vielleicht mittlerweile sogar so ein bisschen nicht verknallt. Ja? Ja, aber noch mal ganz kurz wegen der Eifersucht. Zum Glück nimmt sie ihn mit aufs Zimmer. Das Date lief ja jetzt eher schleppend. Seid ihr euch näher gekommen? War schon eine coole Erfahrung, hier durch den Dschungel zu reiten. Ich finde, wir haben das gut gemacht, unser erstes Mal. Ja? Okay, sorry, verschnitten. Es war natürlich nicht das erste Mal. Also gehst du mit einem guten Gefühl raus? Rausgehen tue ich immer mit einem guten Gefühl. Ja. Hängt halt vom Partner ab. Aber was spielt das jetzt für eine Rolle auf der Schildkröteninsel? Das ganz große Drama kommt jetzt, in der vorletzten Nacht der Rosen. Ich habe mir tatsächlich bei dem Date mit Tim ein bisschen mehr erhofft. Sehr gut, dass RTL ihr wieder Fotos von den Jungs gegeben hat. Bei so viel Zungenakrobatik kommt man da schon mal durcheinander. Das Besondere, heute gibt es keine Rosen. Dafür ein Stück Stoff, was sie ihnen unten ans Hosenbein näht. Kenno? Ich denke schon, dass sie meinen Namen sagt.
über Marco bei einem anderen Date als wir. Und nicht vergessen, nur einer kann Gerdas neuer Insta-Boyfriend werden. Deswegen wollte ich fragen, ob du die Rose annehmen möchtest. Keno, magst du vielleicht auch diese zweite Rose haben? Es wäre schon der Knaller, wenn Gerda hier als Single rausgeht. Oder möchtest du noch mal kurz mit mir unter vier Augen reden? Warum steht da jetzt eigentlich ein ausgeleuchtetes Sofa mit Kerzen? Irgendwie war zwischen uns so eine Distanz, die irgendwie so nicht hätte da sein sollen. Oh, möchte Tim lieber zum Bachelor in Paradise? Ich möchte das einfach nicht wegschmeißen, nur weil das Dreamdate jetzt vielleicht nicht perfekt war. Ich denke, dass diese Anspannung einfach das Problem war zwischen uns und nicht, dass du mich nicht erobern kannst. Und was ein Teaser vom RTL. Was glaubt ihr, wird Tim gehen? Und was ist mit Marco? Schreibt es mir in die Kommentare, ich bin sehr gespannt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Abo mit Glocke da und gebt mir einen Daumen nach oben. Ihr müsst euch unbedingt die Homedates angucken. Marcos Familie ist so geil. Es ist ein großer Cringe-Faktor, aber gut. Jetzt habe ich noch einen Tipp für euch. Das Finale könnt ihr euch am Samstag schon anschauen. Ich verlinke euch unten TV Now. Und weil so viele Fragen, da gibt es auch alle Folgen in ganzer Länge kostenlos. Viel Spaß beim Gucken und bis bald. Ciao.